بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، in dieser kleinen Aufnahme möchte ich ein paar Empfehlungen bzw. Tipps an die Vielleser geben. Und zwar haben Leser oft das Problem, sie beschweren sich oft darüber, dass sie sich wenig bis kaum von dem behalten können, was sie gelesen haben. Zum Trost erst einmal, das ist kein Problem von einzelnen Personen oder von Menschen, die glauben, sie hätten ein schlechtes Gedächtnis. Das ist ein allgemeines Problem, das fast jeder ungeübte Leser hat. Also mit ungeübten Leser meine ich Leser, die noch keine gewisse Techniken entwickelt haben, die ihnen dabei helfen, sich das Wichtigste aus einem Buch einzuprägen. Ich möchte euch hier ein paar Tipps geben oder ein paar Anwendungsmöglichkeiten darstellen, die ich selbst nutze, um mir etwas mehr von dem Gelesenen zu behalten, beziehungsweise wenn ich gewisse Informationen wieder erneut abrufen möchte, schneller an sie zu kommen. Denn wenn man das Buch wieder von vorne bis nach hinten nachschlagen muss und eine gewisse Information suchen muss, das kann sehr mühselig sein. Grundsätzlich gibt es eine Aussage der Ahlul Ilm. Sie sagen, ein Buch dreimal zu lesen, also ein gescheites, ein Sachbuch dreimal zu lesen, ist besser als drei Bücher in dem gleichen Gebiet zu lesen. Aber nicht jeder kann ein Buch dreimal lesen und manche Bücher lassen sich auch gar nicht dreimal lesen. Es gibt gewisse Bücher, die sprechen dich nicht an in ihrer Art und Weise, in dem Stil. Manche Bücher haben Unmengen von unnötigen Inhalt. Das heißt, die Kernthematiken oder die wichtigen Informationen sind umgeben von Unmengen belangloser Dinge. Und sowas lässt sich auch nicht gerne lesen. Und das ist ein typisches Merkmal vieler zeitgenössischer Bücher in den islamischen Disziplinen. Aber wie dem auch sei, es gibt gewisse Standardbücher, die man immer wieder lesen sollte. Ich nenne sie mal so kanonische Werke in gewissen Disziplinen. In jedem Fach gibt es eins oder zwei Bücher, die sollte man immer in seiner Nähe haben und immer wieder lesen. Oder Bücher, die irgendwie mit diesem Buch etwas zu tun haben. Ich habe hier zum Beispiel jetzt ein Buch, das ich euch zeigen möchte. Das ist die Hashiya des Al-Anqari. Das sind also Randglossen zu dem Ar-Rawd al-Murbi'. Das ist eine der besten Randglossen zum Ar-Rawd al-Murbi'. Sie ist nicht überzogen lang, nicht mit unnötigen Informationen gefüllt, knapp und präzise. Aber dennoch braucht man auch hier ein gewisses System, um mit dem Buch besser klarzukommen. Das allererste, was man machen sollte, ich mache das für mich persönlich und finde das sehr nützlich, man sollte eine Reihe von diesen Markierstiften haben. Es gibt dazu Unmengen von Farben, in allen möglichen Farben. Und dann sollte man sich, nachdem man sich einen gewissen Überblick verschafft hat über den Inhaltsumfang des Buches, indem man zum Beispiel durch das Inhaltsverzeichnis blättert und sich anschaut, auf was man hier alles treffen wird in diesem Buch, dann sollte man sich ausdenken, aber das kann man auch während des Lesens machen. Manchmal ist das einfacher, während des Lesens
für gewisse Themenbereiche spezielle Farben aussuchen. Und man erstellt eine sogenannte Legende. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Atlas und so oder aus anderen Büchern, in denen gewisse Zeichen erklärt werden. Das meine ich mit der Legende. Und dann sucht man sich eben gewisse Farben für gewisse Themen aus. Zum Beispiel hier. Ich habe, das ist jetzt nicht so ordentlich geschrieben, das ist aber nicht wichtig. Ich habe zum Beispiel hier einen Notizzettel dran geheftet ans Buch mit gewissen Farben und habe jede Farbe für ein bestimmtes, zu einem bestimmten Thema zugeordnet. Man sollte natürlich nicht das ganze Buch markieren, das hat nämlich dann keinen Sinn. Da kann man es gleich einfärben. Man sollte nur wirklich die Dinge markieren, die wichtig sind oder die man noch nicht kennt. Die für einen wichtig sind und die man noch nicht kennt. Es schadet auch nicht, gewisse Informationen aus dem Text sozusagen zu extrahieren und komprimiert an den Rand zu schreiben. Das ist auch eine Sache, die man machen sollte, dazu komme ich aber noch. Nachdem man sich dann diese Legende erstellt hat, dann sollte man halt auch konsequent sich daran halten. Ich habe zum Beispiel jetzt, da das ein Buch in der Rechtswissenschaft ist, habe ich zum Beispiel, es ist ein hanbalitisches Buch, habe ich zum Beispiel mir ausgedacht, dass ich die Farbe Grün für Definitionen nutze, die Farbe Orange für Begründungen und Beweise, Farbe Rot für sozusagen sehr wichtig, für Farbe Pink für andere Riwayat im Madhab, für die Farbe Blau für den offiziellen Madhab. Und die Farbe Gelb habe ich ein bisschen offen gelassen für alles mögliche, gewisse nützliche Informationen oder gewisse Hinweise. Ausgenommen jetzt von dieser Einführung, da habe ich etwas anderes gemacht mit den Farben. Ich zeige euch das jetzt, wie das denn aussehen sollte oder kann, was man dann noch so machen kann. Hier seht ihr dann jetzt so eine Anwendung. Was ich ebenfalls für nützlich finde, ist, dass man im Text gewisse Sachen nummeriert. Werden zum Beispiel mehrere Bedingungen hintereinander aufgezählt, dass man sie nummeriert mit 1, 2, 3. Und dass man Informationen an die Ränder schreibt. Informationen an die Ränder schreiben. Ich schreibe sie ein bisschen schräg, um sie von dem, damit es nicht so stört beim Lesen. Damit sie klar abgegrenzt sind von dem eigentlichen Text. Was man auch machen kann, das ist auch sehr empfehlenswert, dass man die Abschnitte, jeder Abschnitt handelt ja um ein gewisses Thema. Wenn du den Text gelesen hast und verstanden hast, worum es in diesem Abschnitt geht, mit einer Farbe, wie hier zum Beispiel bei mir jetzt Rot, ich bin zu Rot, eine Randüberschrift. Diese Randüberschrift sagt dir dann, um was es sich in diesem Teil hier handelt. So kannst du schneller an die Stellen finden, wenn du es mal benötigst. Außerdem arbeitest du so mit dem Text. Mit einem Text zu arbeiten, ihn ausführlich und detailliert zu studieren, ist anders als ihn nur schnell durchzulesen. Wenn man mit einem Text arbeitet und ihn studiert und ihn genauestens analysiert und zerlegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir den Inhalt behältst, auch viel größer. Also diese Randüberschriften sind nützlich, sollte man auch machen. Das reicht aber noch nicht. Ich mache noch Folgendes, das zeige ich euch jetzt mit einem anderen Buch, mit dem ich bereits fertig bin. Das ist das Buch Dalil al-Falihin, eine Erklärung zum Riyad al-Salihin in 4 Bänden, gedruckt vom Dar al-Hadith al-Qahira,
ein Verlag, den ich euch nicht unbedingt empfehlen würde. Aber immer noch besser als der berüchtigte Verlag Darul Kutub al-Ilmiya. Das ist wie gesagt eine Erklärung zu dem Dalil al-Falihin. Meines Erachtens eines der besten, sehr wissenschaftlich geschrieben, aber nicht frei von theologischen Problemen. Was habe ich hier gemacht oder was mache ich eigentlich üblicherweise? Neben den Überschriften, den Randüberschriften und den Markierungen im Buch übertrage ich die mich interessierenden oder wichtigen Fakten und Informationen auch auf Blätter. Ich führe sozusagen ein eigenes Inhaltsverzeichnis. Das lege ich dann einfach ins Buch rein, wenn ich fertig bin. Manchmal kann, wenn es mehrere Blätter sind, kann man sie auch zusammentackern. Hier lege ich die einfach rein und wenn ich das Buch dann brauche, dann kann ich sie wieder, die Informationen aus meinem Inhaltsverzeichnis nehmen. Hier habe ich jetzt mehrere Seiten vorne und hinten beschrieben. Das sind alles Informationen zu diesem Buch. Zwei, drei, vier Seiten. Was genau wird hier gemacht? Wie ihr sehen könnt, ist das sind die Informationen durchgehend nummeriert. Sie beginnen bei der 1 und hören bei der 91 auf. In diesem das bezieht sich jetzt aber nur auf dieses Band. Auf diese Blätter schreibe ich mir alles Wichtige, Interessante auf. Manchmal zitiere ich es gänzlich, also ich übernehme es so, wie es im Buch steht. Und wenn es zu lang ist, dann fasse ich das kurz in meinen Worten zusammen und gebe an dem Rand der Informationen, wie ihr das hier in den Klammern sehen könnt, die Seitenanzahl an. So kann ich schnell zurückfinden, wenn ich das mal benötige. Das sind einige Tipps, die vielleicht dem einen oder anderen beim Lesen helfen können. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, dann könnt ihr sie ja unter dem Video vorschlagen.